Das Leben in der Niedrigzinsphase. Eine Normalität oder Dauerkrisenzustand? Darüber haben namhafte Experten in Schwerin am 27. Juni diskutiert. Eingeladen hat der Unternehmerverband Mecklenburg-Schwerin, der auch Sorgen und Nöte seiner Mitglieder andauernd mitbekommt. Das Geld ist billig und die Zinsen bewegen sich langsam in den Negativbereich. Die Europäische Zentralbank wollte damit den Euro und die Wirtschaft stützen. Hat dies wirklich geklappt? Wir haben ja zurzeit eine Niedrigzinsphase. Da können natürlich viele Unternehmen auch darüber nachdenken, zu investieren. Aber mittlerweile auch viele Unternehmen Rücklagen und finanzieren sozusagen ihre Investitionen aus dem Angesparten, sodass teilweise die Banken darüber klagen, dass sie sozusagen ihre Kredite, die sie ja zinsgünstig weitergeben sollen, gar nicht so platzieren können, wie das nötig ist. Durch die Niedrigzinsphase haben die Banken ihre wichtigste Einnahmequelle verloren. In Südeuropa macht bereits das eine oder andere Kreditinstitut dicht. Droht auch Deutschland eine Bankenkrise? Also ich glaube, dass die per se noch tragfähig ist für die Banken. Aber Fakt ist, dass durch die Niedrigzinspolitik eine Einnahmequelle für die Banken weggefallen ist und die Banken sehr viel tun müssen, um ihre Geschäftsmodelle umzustellen, um aus den zinstragenden Erlösen möglichst viel stärker in die provisionstragenden Erlöse hineinzukommen. Der Endverbraucher kann von den niedrigen Zinsen eigentlich auch profitieren. Kredite sind so preiswert wie noch nie. Darüber freut sich natürlich der eine oder andere Bauherr. Natürlich ist es für den Einzelerwerber hochinteressant, weil natürlich jetzt, ich sag mal, Bürger sich Eigentum anschaffen können, die sonst möglicherweise in der Finanzierung rausgefallen wären. Es gibt aber auch eine Kehrseite. Die meisten klassischen Sparmodelle sind nicht mehr funktionsfähig. Omas Sparbuch gehört in die Papiertonne. Banken werkeln fieberhaft an Alternativmodellen für Anleger. Doch nicht alle davon sind bedenkenlos anzunehmen. Wenn ich einen gewissen Zinssatz haben möchte, dann bin ich einfach gezwungen, auch ein gewisses Risiko einzugehen. Die Frage ist dann nur, wie hoch ist dieses Risiko und wie sind meine Zinserwartungen? Fakt ist, die EZB hat offenbar nicht vor, den Zinssatz zu erhöhen. Es wird alles beim Alten bleiben. Und an passenden Lösungen muss jeder Einzelne alleine basteln.